mal gesagt, ich gehe nicht hin. Kannst du das nicht verstehen? Was ist denn los mit dir? Du warst doch früher nicht feige. Ja, früher. Das ist lang her. Als der Typ das getan hat, ist was passiert. In mir drin ist was passiert, kapier das doch. Was hat er getan? Ah, das weißt du doch, das weißt du. Sprich es aus. Ach. Mein Bruder, der Therapeut. Er hat mich zusammengeschlagen. Ja, weiter. Er hat mich mit Handschellen an das Eisengitter gefesselt. Und was weiter? Nichts weiter. Na gut, wenn du nicht aussagen willst, ist auch gut. Es gibt noch andere Wege. Wo bleibt denn Klaus so lange? Hat dir die Hosen gestrichen voll? So wagst du nur zu reden, weil er nicht hier ist. So, so, so sollte niemand über einen Kameraden sprechen. Wenn wir nicht zusammenhalten, wer tut es dann? Jetzt blass dich mal nicht so auf, ja? Los, Klaus, unser Anführer, auch wenn er in den Knast muss. Ja, lass doch dieses Gequatsche, das bringt doch nichts. Noch ein Bier, los! Muss doch nicht jeder wissen, dass ihr hier seid. Zieh einen Kreis, bald sitzen wir da vorne, dann kriechen die uns in den Arsch. Willi, hast du Klaus gesehen? Ja. Der ist auf dem Hof, dem ist wohl schlecht. Dann gehe ich jetzt nachsehen. Morgen steht's in allen Zeitungen. Ist das deine einzige Sorge? Nein. Ich hoffe, dass Klaus die Höchststrafe kriegt. Er soll eine gerechte Strafe bekommen. Gerechtigkeit gibt es nicht. Es gibt nur das Recht. So reden doch die Juristen, oder? Ich verstehe deine Wut, Inge. Ach, du konntest immer alles verstehen. Hast du nie gemerkt, dass du uns damit im Stich gelassen hast? Ja, also, was hätte ich tun sollen? Du hättest Klaus sagen sollen, was richtig ist und was falsch ist. Stattdessen hast du ihm Puh, der Bär, vorgelesen, als er ein Kind war. Du hättest ihm die Geschichte von Rotkäppchen und dem bösen Wolf vorlesen sollen. Streitet ihr schon wieder? Ich gehe. Klaus? Ja, Klaus hier. Hast du schon den Namen des Opfers? Gut, Werner. Wir sind auf dem Weg. Ja, du weißt ja, was zu tun ist. Ende. Sorgen Sie dafür, dass niemand die Leiche anrührt. Mach mal. Wir warten noch auf den Arzt. Sagen Sie, Sie haben den Toten gefunden? Ich bin auf den Hof gelaufen, als ich einen Schuss gehört habe. Hat außer Ihnen noch jemand den Schuss gehört? Weil soll ich das wissen? Es ist Ihnen bekannt, dass Ihre Freunde und Sie noch nicht nach Hause gehen dürfen. Wir werden nicht nach Hause gehen. Wir werden nichts so tun, als wäre nichts geschehen. Wir haben einen Kameraden verloren. Gibt es einen besonderen Anlass für Ihr Zusammensein? Eine Geburtstagsfeier zum Beispiel? Freunde brauchen keinen besonderen Anlass, um zusammenzusitzen. Leo? Der ist noch nicht hier, aber er wird gleich kommen. In Ordnung, Männer. Kannst du Vater nicht in Ruhe lassen? Er hat es schwer genug. Was soll denn das? Er wird damit nicht fertig.
Er macht sich Vorwürfe. Die solltest du dir machen. Bin ich jetzt an der Reihe? Seit Klaus auf der Welt ist, hast du ihn verwöhnt. Für dich hat er nie was falsch gemacht. Und du hast bis heute nicht begriffen, dass aus ihm ein Mann geworden ist. Und was für ein Mann. Und du warst immer schon eifersüchtig. Ich hatte auch Grund dazu. Gerd, tust du mir einen Gefallen? Worum geht's? Der Name des Opfers ist Klaus Reimann. Die Eltern müssen benachrichtigt werden. Sie wohnen in der Gärtnerstraße 9. Und welchen Gefallen soll ich dir tun? Ich steige hier aus. Du holst bitte Axel ab und fährst mit ihm zu den Eltern. Wie du willst, Leo. Was hast du getan, Bruno? Was soll denn das? Was meinst du denn damit? Ja, wo warst du? Wo warst du? Na, weg. Das hat aber lang gedauert, Leo. Ja, ich war schon zu Hause, als der Anruf kam. Gerd hat mich geholt. Außerdem, du bist jetzt lange genug bei uns. Du kommst doch alleine zurecht. Aber ich muss dich enttäuschen. Es gibt kaum verwertbare Spuren. Also, bevor du mir irgendwelche Fragen stellst, Leo, das scheint ein ziemlich einfacher Fall zu sein. Ein Schuss in den Rücken, wahrscheinlich wurde das Herz getroffen, er war sofort tot. Genaueres später. Doktor, von wo könnte der Schuss gekommen sein? Etwa von dort? Höchstwahrscheinlich, ja. Wie alt ist der Tod ungefähr? So, Ende 20, Anfang 30. Ja, du, ich hab nichts mehr zu tun hier. Ich geh. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Wer hat ihn gefunden? Boris Joost. Er scheint einer Gruppe anzugehören. Die sind alle ziemlich ähnlich gekleidet. Wie gekleidet? Du wirst es sehen. Sie warten drinnen auf dich. Lassen Sie sich nicht stören. Was machen Sie denn da? Für Sie nicht interessant. Was für mich interessant ist, das entscheide immer noch ich selber. Sie alle haben den Toten gekannt. Ja, war ja unser Anführer. Hältst du den Mund, Joachim? Ja, wir haben ihn alle gekannt. Warum ist er denn rausgegangen auf den Hof? Ihm war schlecht. Wir haben alle ausnahmsweise ziemlich viel gesoffen. Und, ist ihm irgendjemand nachgegangen? Boris, weil er nicht wiederkam. Mhm. Das ist korrekt. Ich habe Klaus da draußen gefunden. Man hat ihm in den Rücken geschossen. Sie sagen das so, als wüssten Sie, wer das getan hat. Ich weiß es. Die Gebrüder Ruppert. Leo? Ja? Kommst du bitte mal? Sag mal, Gerd, worum geht's denn eigentlich? Das weiß ich selber nicht genau. Ein junger Mann wurde im Hinterhof einer Gaststätte erschossen. Was ist für eine Gaststätte? Deutscher Hof in der Körnerstraße. Alles klar. Kennst du das? Hm. Woher? Das ist eine kurze Geschichte. Ein Freund von mir, Orfeo, der kommt aus Ghana, lebt aber schon 5 Jahre hier. Er hat eine deutsche Frau und 2 kleine Kinder. Er hat als Koch gearbeitet und wohnt in der Nähe der Körnerstraße. Von der Arbeit nach Hause, da muss er an dieser Kneipe vorbei. An einem Abend stand da eine Gruppe junger Männer davor. Und da mein Freund, seit er hier in Deutschland lebt, ziemlich vorsichtig geworden ist, hat er die Straßenseite gewechselt. Hat ihm nichts genützt. Sie haben ihn entdeckt, haben ihn umzingelt und hin und her geworfen wie einen Ball. Tja, und irgendwann dann haben sie zugeschlagen. Natürlich hat kein Anwohner was gesehen und von unseren Kollegen war auch niemand in der Nähe. Er hat ein halbes Jahr im Krankenhaus gelegen.
Jetzt geht's ihm wieder besser, aber einen Satz, den Sie immer geschrien haben, den kann er bis heute nicht vergessen. Schlag ihn tot, schlag ihn tot, schlag ihn tot, schlag ihn tot. Es gibt kein Bier. Ich kann hier noch einen Schnaps haben. Wer bezahlt mir den Verdienstausfall? Herr Kommissar. Na, vielleicht Ihre Gäste aus dem Hinterzimmer. Wenn ich nichts kriege, sage ich kein Wort. Die Frau will noch einen Schnaps. Geht er auf Rechnung der Polizei? Geben Sie ihr den, geht schon in Ordnung. Bist du sicher, Werner? Noch ein. Später. Lassen uns erst mal reden. Also, wie ist Ihr Name? Erst den Schnaps. Das ist Medizin für mich. Ich bin keine Säuferin. Ich trinke, weil ich es sonst nicht aushalte. Was halten Sie nicht aus? Wollen Sie meine Lebensgeschichte hören? Ich habe ihn gesehen. Wen haben Sie gesehen? Man hat mir meinen Fernseher weggenommen. Hab die Raten nicht bezahlt. Na und? Deshalb hänge ich jeden Abend am Fenster. Ich glotze genau auf diese Gaststätte und sehe sie alle. Nüchtern gehen sie rein und besoffen kommen sie wieder raus. Geht's ein bisschen kürzer? Meinetwegen. Also? Da kam einer mit dem Fahrrad. Er lehnte das Rad an die Straßenlaterne. Da konnte ich sein Gesicht sehen, in dem Licht, ganz deutlich. Er ging durch das Tor in den Hinterhof. Ich denke, was macht er denn da? Und da hörte ich den Knall. Er kam wieder raus, nahm sein Rad und weg war er. Würden Sie ihn denn wiedererkennen? Wo wäre ich denn sonst hier? Ist da keine Klingel? Keine Ahnung. Wollen Sie zu mir? Wenn Sie Herr Reimann sind, ja. Und der sind Sie doch, oder? Darf ich fragen, wo Sie gerade herkommen? Das dürfen Sie nicht. Kriminalpolizei. Das konnte ich nicht wissen. Aber nicht hier im Treppenhaus, darf ich mal. Kommen Sie bitte. Danke. Sagen müssen. Sie hat einen Schock. Der Arzt ist jetzt bei ihr. Dann ist es besser, wir gehen jetzt und kommen morgen wieder. Eine Frage, Herr Reimann. Wo kamen Sie her, als wir Sie vorhin getroffen haben? Ich hatte Streit mit meiner Tochter. Redest du von mir? Lass dich nicht stören. Du solltest doch bei Mutter bleiben. Der Arzt hat dir eine Spritze gegeben, sie schläft. Du gehst jetzt zu ihr! Warum? Hast du deinen Sohn getötet? Etwa weil er missraten ist, etwa weil er dir an der Uni Schande bereitet. Herr Reimann, wo waren Sie heute Abend? Also, wenn Sie wissen wollen, ob ich ein Alibi habe. Ich habe keines. Und jetzt gehen Sie. Bitte. Wir werden uns noch unterhalten müssen. Und du auch. Darauf kannst du dich verlassen. Hier ist Bruno. Ich muss Sie sprechen. Ja? Wo können wir uns treffen? Was ist, wenn ich mich nicht mit Ihnen treffen will?
Und so gut in einer halben Stunde. Wir machen jetzt auch Schluss. Gute Nacht. Ist gut. Gute Nacht. Etwas haben wir doch gefunden, Leo. Ja, lass mal sehen. Hier. Für B. Das könnte Boris bedeuten. Wie heißt der junge Mann mit Vornamen, der den Toten gefunden hat? Vielleicht hat er die Uhr verloren. Nur etwas ist seltsam. Ja, was? Doris Jost hat ausgesagt, den Hof durch die Hintertür betreten zu haben. Die Uhr wurde aber hier gefunden, im Durchgang. Sonst gibt's keine Spuren, keine Waffe? Nein. Was ist mit den Gästen vorne im Lokal? Es waren nur drei ältere Männer da und der Wirt. Die alle haben den Raum nicht verlassen. Auch das ist eigenartig. Keiner von ihnen hat den Schuss gehört. Nur dieser Boris Jost hat ihn gehört, im Hinterzimmer. Noch etwas. Ich habe im Präsidium angerufen und nachgefragt, ob wir über den Toten irgendwelche Informationen haben. Und siehe da, Klaus Reimann war am Computer. Er hätte morgen vor Gericht erscheinen müssen. Als Angeklagter? Ja, eine Strafsache, schwere Körperverletzung. Wer waren das Opfer? Ein junger Mann, er heißt Wolfgang Rupert. Ah ja, und der hat einen Bruder, der Bruno heißt. Er ist tot. Ja, ich weiß. Woher wissen Sie es? Ich war da. Ich auch. Ich habe Sie gesehen. Wollten Sie sich deshalb mit mir treffen? Ja. Ich werde keine Aussage bei der Polizei darüber machen. Sicher nicht, sonst müssten Sie ja zugeben, dass Sie auch da waren. Haben Sie mich denn gesehen? Kann schon sein. Ja. Darum wollte ich mit Ihnen darüber reden. Wir sollten beide den Mund halten. Ist das Ihr Vorschlag? Ist das so unvernünftig? Also heute Nacht können wir nichts mehr machen. Seid ihr schon fertig? Ja, schon, du bist gut. Weißt du, wie spät es ist? Du, Leo, wir haben was rausgekriegt über Professor Reimann, den Vater des Toten. Der ist Dozent an der Uni für Soziologie und er ist scharf auf den Chefsessel. Das hat uns die Tochter erzählt. Naja, eine komische Familie. Wie ist denn der Vorname von dem Vater? Wieso? Burkhardt. Burkhardt, eben. B. Die Widmung auf der Uhr passt jedenfalls. Nacht. 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 Entschuldige, ich bin ein bisschen spät. Ja, ich war schon früh hier. Ich konnte nicht schlafen. Du magst den Fall nicht. Was ich nicht mag, sind Fanatiker. Weder aus der linken noch aus der rechten Ecke. Ich habe die Akte von Klaus Reimann gelesen. Wolfgang Rupert und sein Bruder hatten allen Grund, den Toten zu hassen. Willst du sie vorladen? Nee, nee. Wir werden sie überraschen. Ich habe für beide Wohnungen einen Durchsuchungsbeschluss bekommen. Ihr müsst die Waffe finden. Axel und Werner sind schon unterwegs zu Wolfgang Rupert. Und wir fahren zum Bruder. Nee, nee, da fährst du alleine hin. Aber fahr vorher bei dieser Frau Klages vorbei, die den Mann am Tatort beobachtet hat. Nimm sie mit. Vielleicht haben wir Glück. Und du, Leo? Ich werde den Professor besuchen. Geh weg, Bruno. Ich geh da nicht hin. Gib dir keine Mühe. Machen Sie auf, Herr Rupert. Hier ist die Polizei.
Wollen Sie mich jetzt gegen meinen Willen zum Gericht schleppen? Dazu haben Sie kein Recht. Nun beruhigen Sie sich mal, Herr Rupert. Wir wollen Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Mein Vater wird gleich kommen. Mutter geht es schlecht. Für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Für Sie auch? Nein. Für mich ist schon lange alles vorbei. Wie meinen Sie das? In unserer Familie stimmt nichts mehr, seit Klaus mit 17 abgehauen ist, sich den Kopf hat scheren lassen und zu diesen Idioten übergelaufen ist. Gegen Ihren Bruder lief ein Strafverfahren. Wussten Sie das? Ja, natürlich. Das war die Katastrophe für meinen Vater. An so einer Universität gibt es viele Intrigen. Es ging um schwere Körperverletzungen. Das Opfer war ein gewisser Wolfgang Rupert. Sagt Ihnen der Name was? Wir nannten ihn Wolfi. Als Klaus 12 Jahre alt war, gingen die beiden in eine Klasse und waren unzertrennlich. Bis aus dieser Freundschaft eine tödliche Feindschaft wurde. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Sagen Sie jetzt, was Sie wollen? Was machen Sie hier eigentlich? Ich baue Maschinen. Maschinen? Und wofür? Für nichts. Maschinen, die sich bewegen. So wie sich unsere Gedanken im Kopf bewegen. Ist das Ihr Beruf? Sind Sie Künstler? Es sind meine Hände, die das machen. Nicht mein Kopf. Meine Hände, die können denken. Manchmal wundere ich mich, dass sie nicht sprechen können. Aber egal, sagen Sie mir jetzt, warum Sie mich stören. Klaus Reimann ist tot. Unsinn. Heute ist die Gerichtsverhandlung. Warum sollte er tot sein? Wo waren Sie gestern Abend, so gegen Mitternacht? Warum ist er tot, verdammt nochmal? Er wurde auf dem Hinterhof einer Gaststätte erschossen. Was will Boris überhaupt von uns? Weiß ich nicht. Aber ich denke, es muss was passieren. Oh ja? Und was? Ja, und was? Sag mal, sitzt du auf der Leitung? Sie haben Klaus abgeknallt wie einen tollwütigen Hund. Das können wir uns doch nicht gefallen lassen. Gibt's was Neues? Die Bullen waren noch nicht hier, wenn du das meinst. Früher oder später werden sie ihn verhaften. Wen? Den Täter. Das Schwein, das geschossen hat. Ja, und dann? Ja, dann. Vor unseren bundesrepublikanischen Gerichten bekommt er doch nur ein paar Jahre, vielleicht sogar Notwehr oder Bewährung. Hinterraffiniert, wenn es gegen uns geht. Aber da haben sie sich verrechnet, nicht mit uns. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Den holen wir uns. Ihr wartet hier, bin gleich wieder zurück. Entschuldigung, sind Sie Herr Rupert? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Heimann, Kriminalpolizei. Tut mir leid, junger Mann. Sie müssen ja denken, ich bin so ein Polizeispitzel. Was geht hier eigentlich vor? Ich hab dich gesehen. Du bist gestern Nacht aus dem Hof gelaufen, als es geknallt hat. Ich kann die Typen aus der miesen Kneipe auch nicht leiden, aber schießen, das geht nicht. So, jetzt wissen Sie, um was es geht. Ja, ich muss in Ihre Wohnung. Ich habe einen Durchsuchungsbeschluss. Na gut, aber Sie werden nichts finden. Kann ich nicht mitkommen? Vielleicht hat er ja einen kühlen Schluck im Schrank. Sie kommen bitte heute Mittag ins Präsidium. Für ein Protokoll. Soll wohl heißen, ich bin überflüssig. Kommt mir bekannt vor. Frau Klages, da brauchen Sie einen klaren Kopf. Wiedersehen. Ja, und wie komme ich jetzt nach Hause?
Was hat Ihnen meine Tochter erzählt? Wir sprachen gerade über Wolfgang Rupert. Mein Sohn ist tot. Er hat bezahlt. Ja, Ihr Sohn ist tot. Es gibt keine Gerichtsverhandlung. Und damit entfällt auch der Skandal. Aus Ihrem Sohn, dem Täter, ist ein Opfer geworden. Was wollen Sie damit andeuten? Na, für Ihre Karriere an der Universität sieht es jetzt wesentlich besser aus. Ich habe meinen Sohn geliebt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Du hast ihn weder geliebt noch gehasst. Er wurde gleichgültig. Aber als er anfing, dich für deinen Kollegen bloßzustellen, da hast du dich für ihn interessiert. Dich hat niemand gefragt, Inge. Komisch. Ach, ist das Ihre Uhr? Ja, warum fragen Sie? Geben Sie sie mir wieder. Was? Sie ist ein Beweisstück, sie wurde am Tatort gefunden. Ich habe sie hier nur hingelegt, um die Eigentumsfrage zu klären. Was suchen Sie eigentlich? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, nein. Ich suche nichts Bestimmtes. Ich bin doch nicht blöde. Ich würde doch nie irgendwas in meiner Wohnung verstecken. Was ist das? Die Mordwaffe. Die Zeit für Späße ist vorbei. Also, was ist das? Shit, was sonst? Aber wägen Sie es nach, es bleibt unter der strafbaren Menge. Hören Sie, ich muss zu meinem Bruder, dem geht's nicht gut. Ich bin kein Killer. Klaus war ein mieses Schwein, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Der Kleine hat kein Alibi, Leo. Aber seine Wohnung ist sauber. Er sagt, sein Bruder wäre in der Nacht bei ihm gewesen, wäre dann aber irgendwann wieder weggegangen. Heißt das, der Bruder könnte ihm ein Alibi geben? Vielleicht. Wolfgang Rupert machte einen sehr unsicheren Eindruck. Gut, wir warten auf Gerd, der ist zu diesem Bruder hingefahren. Es gibt eine Neuigkeit. Der Vater des Opfers, der Professor, muss am Tatort gewesen sein. Die Uhr, die er gefunden hat, die gehört ihm. Wir sollten uns auch noch mal mit diesen Jungs beschäftigen. Der Tote war ganz offensichtlich ihr Anführer. Das mache ich, Leo. Hältst du das für klug, Axel? Ich will den ins Gesicht sehen, verstehst du, Leo? Vielleicht sind es ja die, die meinem Freund Orfeo das angetan haben. Du gehst aber nicht allein, auf gar keinen Fall. Ich gehe mit, Leo. Es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Sie haben den Täter verhaftet. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wo warst du? Ich habe vor Bruno Rupperts Wohnung gewartet, nicht umsonst. Die Polizei hat ihn abgeholt. Er war es. Und jetzt? Jetzt habe ich einen Plan. Ist aber riskant, gefährlich. Mach dir mit. Hey, raus hier, aus den Amerikanern Zutritt. Sehen Sie irgendwo einen? Mich verarschen? Halte dich zurück. Joachim, das ist ein Polizist. Jetzt müssen wir uns auch noch von einem Bimbo
bequatschen lassen. Ich nehme an, Sie können mit einem Baseballschläger besser umgehen als mit der deutschen Sprache. Beim Reden muss man nämlich denken können. Müssen wir uns das gefallen lassen? Ja. Aber er beleidigt uns. Nur weil er die Wahrheit sagt? Ich werde Ihnen jetzt ein paar harmlose Fragen stellen. Und wer die nicht beantwortet, der kommt mit aufs Präsidium. Mit dem rede ich kein Wort. Jetzt passen Sie mal auf. Ein Freund von mir ist vor dieser Kneipe hier zum Krüppel geschlagen worden. Und ich gebe Ihnen mein Wort drauf, dass sowas hier nicht wieder passiert. Ja, ja, das ist schon ein verdammtes Scheißland, in dem wir leben. Leute wie Sie machen es dazu. Was soll das alles? Sie haben den Täter. Ich habe selbst gesehen, wie Bruno Ruppert verhaftet wurde. Also nochmal, Herr Ruppert. Und nur aber zum letzten Mal, ja? Sie wurden von Frau Klages als der Mann identifiziert, der kurz vor dem Schuss den Hinterhof betreten und ihn gleich darauf wieder verlassen hat. In Ihrer Wohnung hat mein Kollege eine Waffe gefunden, die mit großer Wahrscheinlichkeit die Tatwaffe ist. Und das müssen Sie uns jetzt erklären. Ich kann es nicht erklären. Zur Tatzeit waren Sie jedenfalls am Tatort. Ja, das wissen Sie ja. Was wollten Sie dort? Ich wollte mit Klaus reden. Mein Bruder weigerte sich, zu dieser Gerichtsverhandlung zu gehen. Ich glaube nicht, dass Sie mit ihm reden wollten. Worüber denn? Über das, was er meinem Bruder angetan hat. Was hat er Ihrem Bruder denn angetan? Wolfgang ist krank. Seit damals. Der geht nur noch aus dem Haus, um Zigaretten zu holen. Er kann nicht mehr richtig durchschlafen. Er zuckt bei jedem lauten Geräusch zusammen. Und er redet manchmal wirres Zeug, was kein Mensch versteht. Okay. Ihre Aussagen werden überprüft. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Nigga, was muss ich denn bieten? Achtung an ihn! Legst dich jetzt ab, Joachim! Wird sich alles ändern. Sag mal, was wollte der Neger von uns? Du hast doch gesagt, sie haben Bruno verhaftet. Ja, aber wir spielen da nicht mit. Wir spielen da nicht mit? Sag mal, bist du jetzt vielleicht unser Anführer oder was? Das klären wir später. Erst müssen wir Gerechtigkeit wiederherstellen. Wovon redest du eigentlich? Ja, wie sieht dein Plan aus? Sie müssen wissen, dass Klaus und mein Bruder Wolfgang als Jungs mal dicke Freunde gewesen sind. Später hat Klaus dann angefangen, ihn zu hassen. Und zwar, weil er ihn beneidet hat. Mein Bruder ist Künstler. Er selber sieht das nicht so, aber er baut diese wunderbaren Maschinen. Und er verkauft sie gut. Er macht Geld damit. Er hat Erfolg. Verstehen Sie? Ja. Weiter. Ja, eines Abends, das war schon dunkel, mein Bruder war auf dem Nachhauseweg, da haben sie ihm dann aufgelauert, Klaus und seine Skinheads. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in ihren Köpfen vor sich geht. Sie haben ihn umzingelt, Klaus hat ihn zusammengeschlagen und das war irgendwo auf einer Brücke. Weit und breit war kein Mensch. Und dann hat er ihn mit Handschellen an das Brückengeländer gefesselt. Ja, und? Was ist dann passiert? Dann hat er ihm die Hose runtergerissen und hat ihn vergewaltigt. Und die anderen? Die haben zugesehen. Thank you.
spricht gegen Sie, Herr Rupert. Sie haben ein Motiv, die Waffe wurde bei Ihnen gefunden. Und ein Zeuge hat Sie zur Tatzeit am Tatort beobachtet. Aber nur erzählen Sie uns doch mal Ihre Version. Sie werden mir nicht glauben. Versuchen Sie es doch einfach mal. Na gut. Also ich bin zu dieser Kneipe rausgefahren. Aber als ich dann davor stand, hatte ich nicht den Mut reinzugehen. Ich bin kein Held. Also bin ich um das Haus rumgegangen. Bis zum Hinterhof. Und da saß er. Wer? Klaus saß da auf einer Kiste und kotzte. Ich bin weiter in den Hof rein, dicht an der Mauer entlang. Er hat mich nicht gesehen. Und irgendwann stand er dann auf und da fiel der Schuss. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie so erschrocken. Dann sackte Klaus zusammen. Ich rannte zurück auf die Straße, packte mein Fahrrad und bin abgehauen. Und außer Klaus Reimann haben Sie niemanden gesehen? Nein. Und die Waffe? Wie ist die in die Wohnung gekommen? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich weiß es nicht. Ja, tut mir leid, ich muss Sie vorläufig festnehmen. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, Klaus Reimann erschossen zu haben. Gerd, bring ihn runter zum Erkennungsdienst. Und Wolfgang? Mein Bruder, es muss sich jemand um ihn kümmern, der kommt alleine nicht zurecht. Die Pistole ist also eindeutig die Waffe, aus der der tödliche Schuss abgegeben wurde. Ich schicke den Werner runter, ja? Bis dann. Herr Reimann, ist das ein Zufall? Ich wollte Sie gerade holen lassen. Ja, wie Sie sehen, bin ich freiwillig gekommen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Wir haben ihn im Flur getroffen. Und? Habt ihr was Neues erfahren? Ach, die sagen natürlich alle das Gleiche. Nichts gehört, nichts gesagt, nichts gesehen, wie die berühmten drei Affen. Axel hat immer noch eine Wut im Bauch. Werners Labor hat angerufen wegen der Tatwaffe. Und nun zu Ihnen, Herr Reimann. Haben Sie sich entschlossen, endlich die Wahrheit zu sagen? Verdächtigen Sie mich? Warum nicht? Erstens haben Sie ein Motiv. Zweitens steht Ihre Universitätskarriere auf dem Spiel. Und drittens haben Sie in der Nähe des Tatorts eine Armbanduhr verloren. Ich kann das erklären. Ja? Wir warten drauf. Ich wollte mit meinem Sohn reden. Aber ich bin zu spät gekommen. Als ich mich der Gaststätte näherte, war schon alles vorbei. Ach, Sie waren gar nicht auf dem Hinterhof? Nein. Aber irgendwas haben Sie doch gesehen. Ich hörte den Schuss. Ich sah eine Gestalt in der Kneipe verschwinden, eine andere lief aus dem Hof direkt auf mich zu. Moment, habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben zwei Männer gesehen. Einen habe ich erkannt. Bruno Rupert. Ja. Hat er es getan? Nicht so schnell, Herr Reimann. Was wollten Sie mit Ihrem Sohn besprechen? Ich wollte ihm Geld geben, damit er ins Ausland geht. Auch noch vor dem Prozess? Ja. Das wäre das Beste gewesen für alle Beteiligten. Was wollt ihr? K2, Chris. Los, schließ, du Ratte. Hier spricht Wolfgang Rupert.
Ich bin entführt worden. Man hält mich an einem geheimen Ort gefangen. Die Entführer fordern von Ihnen, dass Sie meinen Bruder innerhalb von 12 Stunden freilassen, damit er seine gerechte Strafe erhält. Wenn Sie dieser Forderung nicht nachkommen, wird man mich töten. Tun Sie es nicht! Sie wollen Bruno töten! Tja, es ist besser, Sie gehen jetzt, Herr Reimann. Sie hören von uns. Verlassen Sie die Stadt nicht. Gut. Was ist denn passiert? Sie haben Wolfgang Rupert entführt. Wer? Das gibt's doch nicht. Erpressen wollen die uns. Ja, wir sollen den Bruno Rupert sofort freilassen. Das verstehe ich nicht. Sie wollen ihn auf Ihre Art bestrafen. Wenn sie ihn umbringen. Das waren doch die Typen vom Deutschen Hof. Wir können sie nicht beweisen, aber die waren's, da bin ich mir sicher. Gerd, hol bitte den Bruno Rupert zurück. Wir brauchen ihn jetzt. Ja, Heimann, wir brauchen den Rupert noch mal. Waren Sie schon hier? Hier war niemand. Billy, wenn die Polizei kommt, bleib ganz ruhig. Vergiss nicht, du bist einer von uns. Warum sagst du das immer wieder? Damit du es im Gedächtnis behältst. Wie kann ich denn das vergessen? Du bist ein wichtiges Mitglied unserer Kampftruppe. Und du weißt, was wir mit Verrätern machen. Willst du mir drohen? Bist du jetzt der Anführer? Das klären wir später, aber drohen? Warum sollte ich dir drohen? Wir sind doch Kameraden, oder nicht? Bier und Korn? Hören Sie sich das an, Herr Rupert. Hier spricht Wolfgang Rupert. Ich bin entführt worden. Man hält mich an einem geheimen Ort gefangen. Die Entführer fordern von Ihnen, dass Sie meinen Bruder innerhalb von 12 Stunden freilassen, damit er seine gerechte Strafe erhält. Wenn Sie dieser Forderung nicht nachkommen, wird man mich töten. Tun Sie es nicht! Sie wollen Bruder töten! Ist das die Stimme Ihres Bruders? Ja, ja, natürlich. Wer steckt dahinter, was glauben Sie? Diese Schweine! Diese verdammten Schweine! Wieso können die uns nicht in Ruhe lassen? Herr Rupert, bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich kann Sie ja verstehen, aber das bringt nichts. Sie glauben also auch, dass es die Jungs aus dem Deutschen Hof waren? Ja, natürlich. Wer denn sonst? Sie müssen mich freilassen. Nochmal überlebt mein Bruder sowas nicht. Wir werden ihn rechtzeitig finden, aber... Unterschätzen Sie diese Typen nicht. Die sind primitiv, aber deshalb unberechenbar. Fällt Ihnen irgendetwas ein, das uns weiterhelfen könnte? Ich habe diese Nazis tagelang verfolgt, nachdem das mit meinem Bruder passiert war. Ich wollte ihren schwachen Punkt finden. Und, haben Sie ihn gefunden? Ja, der Wirt. Das ist ein Feigling. Die Gruppe hat sich öfter bei ihm getroffen. Aber der macht nur mit, weil er Angst hat. Wo getroffen? In seiner Wohnung? Nein, nein, der hat ein Holzhaus, ganz hier in der Nähe. Mann Gottes, das sagen Sie uns jetzt schon! Wie kommen wir zu dem Holzhaus? Ich bringe Sie hin. Das geht nicht. Sie sind ja festgenommen, stehen unter Mordverdacht. Dann sag ich kein Wort mehr. Nimm ihn mit, Leo. Also gut, Axel, du fährst mit ihm voraus. Ich treffe mich und mit Dana, wir fahren hinter euch her. Und ich? Du fährst zum Deutschen Hof. Augenblick noch. Willi, wenn die Polizei dich fragt, wo wir heute Mittag waren, was antwortest du dann? Denkst du denn, ich bin blöd? Das hast du mir doch dreimal gesagt. Ihr wart die ganze Zeit hier bei mir. Ist gut. Aber sie werden dich unter Druck setzen. Mach dir mal keine Sorgen. Warum hast du Bruno Rupert mitkommen lassen, Leo? Ist das nicht gefährlich? Ich glaube nicht mehr, dass er der Täter ist. Diese Entführung ist eine Finte. Du glaubst, sie hat nicht stattgefunden? Doch, doch, aber die hat einen anderen Zweck. Welchen? Na, ganz einfach.
Die Entführung soll uns von der bisherigen Richtung unserer Ermittlungen abbringen. Wir sollen glauben, dass Bruno Ruppert der Täter ist und nicht nach anderen Verdächtigen suchen. Wer hat daran Interesse? Na, wer wohl? Der wirkliche Täter. Sind Sie der Wirt? Sehen Sie noch einen? Heimann, Kriminalpolizei. Kann ich einen Ausweis sehen? Sind da hinten. Was du gesagt hast, passt zu einer Information, die ich über die Tatwaffe herausgefunden habe. Ja, und was hast du herausgefunden? Wir konnten die Waffe identifizieren. Sie stammt aus der Beute eines Überfalls auf ein Depot der Bundeswehr. Dieser Überfall konnte nie aufgeklärt werden. Und? Es gab damals einen dringenden Tatverdacht gegen eine rechtsgerichtete Gruppe, die sogenannte Kampfgruppe Schlageter. Ah ja, und ihr Anführer war unser Mordopfer, Klaus Reimann. Genau. Sind wir jetzt verhaftet? Warum soll ich euch verhaften? Wo habt ihr denn euren Nigger gelassen? Das ist ja ein starker Spruch. Ja. Aber du kannst mich nicht provozieren. Ja. Duzen Sie uns nicht. Dazu haben Sie kein Recht. Ich gehe. Nein. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Wieso lassen Sie uns nicht gehen, verdammt nochmal? Was haben wir denn getan? Wir waren den ganzen Tag hier. Fragen Sie doch den Wirt. Den habe ich schon gefragt. Und? Was hat er gesagt? Wir warten. Auf den Weihnachtsmann, oder? Ist das das Haus? Ja, ja, ich bin ganz sicher. Wir bleiben hier am Wagen. Ja, nach hinten. Polizei! Polizei, machen Sie die Tür auf! Aufmachen! Weg da! Wolfgang! Wolfgang, bist du okay? Ja. Wer hat das getan? Einer von den Kerlen ist nochmal zurückgekommen und hat mir mit einem Hammer auf die Hand. Der muss sofort ins Krankenhaus. Werner, Notarzt. Das dauert zu lange. Bitte, lassen Sie mich meinen Bruder ins Krankenhaus bringen. Okay. Axel, fahr die beiden ins Krankenhaus. Bitte verraten, worauf wir eigentlich warten. Das weiß ich nicht. Sie wissen es nicht. Nein. Aber wir warten weiter. Komm mal, Leo. Hm? Sieh dir das an. Wir fahren sofort zum Deutschen Hof. Wo sind Sie?
Werner, bleibt da, ich brauche dich als Zeugen. Die sind immer noch da hinten, Ihr Kollege ist auch da. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Da bleiben. Sie besitzen doch so ein kleines Wochenendhaus. Ja, und? Wir kommen gerade von dort. Wir haben die Tür eingebrochen. Und da haben wir einen gefesselten jungen Mann gefunden. Dem hatte jemand mit einem Hammer die rechte Hand zerschlagen. Ich kann dazu nichts sagen. Also gut, dann nehme ich Sie vorläufig fest. Wegen Beihilfe zum Menschenraub und wegen Verdacht auf schwere Körperverletzung. Das können Sie nicht machen. Und ob ich das kann? Ich habe mit deiner Führung nichts zu tun. Ich mache eine Aussage. Also gut, nehmen Sie Platz. Schnauze voll. Als das mit Klaus passiert ist, der Mord, da habe ich nicht alles gesagt. Dann sagen Sie es jetzt. Ich habe ihn gesehen. Wen? Boris. Boris Joost. Er ist auf den Hof gegangen, um nach Klaus zu sehen. Und? Er ist aber nicht gleich auf den Hof gegangen, ich habe ihn gesehen. Er ist an der Toilette vorbei, da ist ein Notausgang, der führt zur Straße. Da ist er raus. Ich hörte einen Schuss, dann kam er gleich wieder zurück durch die gleiche Tür. Und dann ist er hier, so dass es jeder mitkriegt, durchs Lokal gelaufen. Zur Hoftür. Und dann hat er ihn gefunden, den Toten. Sie haben sich strafbar gemacht. Mensch. Ich hatte Angst. Verstehen Sie es nicht? Ich hatte Angst vor diesen Typen. Ich habe mich auf die eingelassen. Jetzt häng ich drin. Was geht hier eigentlich vor? Werden Sie nervös, Herr Joost? Nein. Ich verlange sofort eine Erklärung von Ihnen, warum man uns hier festhält. Die Erklärung können Sie haben. Wir haben den Wolfgang Rupert gefunden. Wovon sprechen Sie? Wir waren den ganzen Tag hier. Wir können ihn überhaupt nicht entdecken. Herr Joost, ich nehme Sie vorläufig fest wegen des Verdachts, Klaus Reimann ermordet und Wolfgang Rupert entführt zu haben. Wie kommen Sie auf diese absurde Idee? Bruno Rupert war es. Sie haben die Tatwaffe in seiner Wohnung gefunden. Das ist ja interessant. Das weiß nur die Polizei. Sie können das nur wissen, weil Sie die Waffe dort versteckt haben. Beweisen Sie es. Soll ich den Wirt reinholen? Der hat eben vor Zeugen ausgesagt, dass er gesehen hat, wie Sie das Lokal durch den Notausgang verlassen haben. Dann fiel der Schuss und dann sind Sie durch den Notausgang wieder reingekommen. Ja, aber mein Motiv. Was sollte ich denn für ein Motiv haben? Ja, Sie wollten der Anführer von dieser Gruppe hier werden. Deshalb haben Sie Klaus Reimann beseitigt. Ja, für wie primitiv halten Sie mich eigentlich? Nein, ich habe das nicht deshalb getan. Ich habe es getan, um diese Schande von der Bewegung abzuhalten. Wir haben Ehre zu verteidigen. Klaus war homosexuell. Dieser Prozess hätte unserer Bewegung größten Schaden zugefügt. Ich habe nichts dagegen, mit den Linken abzurechnen, aber nicht so. Nicht auf diese widerliche Art. Schon der Führer hat erbarmungslos mit diesen homosexuellen Ferkeleien abgerechnet. Der Führer? Ja, der Führer. Bruno Rupert, dieser linken Ratte. Er hätte es doch ganz gut getan, für ein paar Jahre ins Gefängnis zu wandern. Schaff den weg, ich höre mir doch diesen Mist nicht an. Stehen Sie bitte auf. Komm. Gerne. So, nun zu Ihnen beiden. Wer von Ihnen hat dem Wolfgang Rupert mit einem Hammer die Hand kaputtgeschlagen? Wenn Sie nicht antworten, nehme ich Sie beide fest. Er redet schon. Sonst bleibt's noch an mir hängen. Er war's. Er ist zurückgegangen und hat es getan. Du hast es getan. Und ich weiß auch, warum du es getan hast. Weil es dir Spaß macht, sowas zu tun. Halt's Maul. Hallo? Tag.
habe eine gute Nachricht für Sie. Sie können bald wieder Ihre Maschinen bauen. Wie? Ja, ich habe gerade den Arzt getroffen. Er ist mit dem Ergebnis der Operation sehr zufrieden. Hm.